Nachdem, wie ich bereits berichtet habe, das frühere Konzentrationslager im Schloss Lichtenburg in Prittin aufgelöst worden ist, die Häftlinge sind seinerzeit dem Konzentrationslager in Buchenwald bei Weimar After überwiesen worden. After the closure of the former concentration camp Lichtenburg, I already mentioned it, the prisoners were brought to Buchenwald next to Weimar. This was the start of women's concentration camp in Lichtenburg. In the next days, 600 women were brought. 600 заключенных были доставлены в лагерь. Итак, сначала я приехала в один концентрационный лагерь. Это было на востоке Германии. Concentration camp. That лагерь was когда-то... in the east of Germany, and it was an old castle and Lichtenburg. The prisoners named it Lichte. So they said to us, willkommen in der Lichte. Nachdem es immer enger wurde, da täglich immer neue Zugänge kamen, ging es bald in zwei Transporten nach der Lichtenburg, im Januar 1938. Hier habt ihr Platz, solange ihr lebt, meinte einer Aufseher. Here you will have place as long as you live. After a long journey in the trains without windows and a long time of waiting on the tracks, we took the bus to the Lichtenburg. Als das große Burgtor hinter uns zuknallte, konnten wir nur noch denken, lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eingesperrt seid. Мы должны были стать к стене и смотреть на женщин с большими выпущенными глазами, лица которых отражали сильную боль. Und am 12. Dezember 1937 ging es wieder auf Transport. Mit dem Bus nach der Lichtenburg, который находится в Притине возле Торгау. Lichtenburg был концентрационным лагерем для мужчин. Lichtenburg war das Konzentrationslager, wo gleich 1933 unsere Männer hinkamen. Der Auswahl. Jetzt waren now dort there were women also with children. The surveillance was conducted by some SS women and some SS men. They were sitting in the commandant's office, deal with the written things, and just entered the camps a few times. They were only interested in us. Они сидели в комендантских офисах, работали только с теми документами, которые были в лагере. Im dürsten Nachmittagslicht jenes 15. Dezember schritten wir durch das Lagertor in den tief verschneiten Hof der Lichtenburg. We were walking through the camp's gate into the snowy yard of Lichtenburg. Mit wippenden Reitgärten und feindseligen Blicken empfing uns eine Anzahl der Wärterinnen, denen wir künftig ausgeliefert sein sollten. We all couldn't abort a shiver. Никто из нас не мог остановить дрожь. Wir konnten wohl alle ein leichtes Frösteln nicht unterdrücken.